Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Pack Luck to Glory, nachdem wir ja die beiden letzten Folgen, um ehrlich zu sein, mein Glück absolut aufgebraucht haben. Heute mit meinen Elite 3 Rewards, ich hätte noch wieder Sieg Nummer 26 holen können, habe ich aber dann auch nicht mehr drauf gespielt, weil entweder Elite 1, dann haben wir halt richtig, richtig fette Rewards oder halt Elite 3, das sind ja unsere Standard Rewards eigentlich. Mittlerweile bei dem Team of the Season, ich habe auch in der letzten Woche ja ein bisschen entspannter gespielt, aber um ehrlich zu sein, waren die Rewards oder sind die Rewards eigentlich diese Woche, ich will jetzt nicht sagen zweitrangig, aber eigentlich halt, also ich habe halt schon mit die beiden besten Karten. Ihr seht es hier, CR7 habt ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen, De Paul habe ich, Hernandez habe ich habe Donnarumma und ich habe Romero und ich habe Berardi. Also ich sag mal, Muriel, Mertens ist auf jeden Fall ganz, ganz oben auch auf der Liste. Lukaku, Martinez wäre gut wegen den ganzen Interkarten und Cuadrado wegen Ronaldo. Das sind die fünf, die ich halt noch gut gebrauchen kann. Das können wir uns auf in jedem Fall merken. Wir haben ja auch noch unser tauschbares Pack und so weiter und so fort. Zu Beginn starten wir einmal. Ich mache für euch schon mal hier wieder unseren Topscounter rein. Passt eigentlich immer ganz gut. Starten wir mit dem 84 Plus Pick. Ob ich das Serie A Pack noch mache, weiß ich nicht. Ist glaube ich, nicht so krank geil immer gewesen. Schaue ich mal, wie jetzt auch heute so die Rewards sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen von den allen ziehe, also kein Cuadrado, kein Martinez und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen, dass ich es nochmal probieren werde. Ansonsten, wenn ich jetzt halt viele unterschiedliche Karten ziehe, die Gefahr, dass ich da jemanden doppelt ziehe, ist, glaube ich, extrem hoch. Und ich meine, wie gesagt, ich habe schon Theo, ich habe schon Ronaldo. Das spare ich vielleicht lieber für die nächste Woche. Aber ja, ich hoffe, ihr habt auch auf jeden Fall in dieser Woche Luck, der eine oder andere vielleicht mit einem roten CR7 davon gewandert. Und hier ziehen wir zumindest einen Tots. Aber es ist ein Schmeichel, der noch mit dabei ist und ein Ederson, ich denke mal. Ja, ne, nehmen wir den 88 Ederson. Ich musste ja nur ein 83er Team abgeben. Da ist ein 88er, so gerade eben noch okay, würde ich sagen. Aber beide 84 Plus Picks in dieser Woche waren leider echt nicht gut. Nur, wir sind ja sowieso da für die Weekend League Belohnung. Und die holen wir ab. Ich kriege auch wieder natürlich ein paar Coins, was auch ganz heißt. Ich glaube, es sind immer 70k. Genau so sieht's aus. Aber natürlich die drei roten Player Picks. Ich habe in den roten Picks eigentlich immer. Bis hierhin war ich eigentlich immer recht so, also ich war eigentlich fast immer, außer bei La Liga mit den Food Champions Belohnung, also 3 von 4 Mal bis hierhin war ich sehr zufrieden. Schauen wir mal, ob die Serie weitergeht. Wir gehen einfach mal rein ins erste Pick, rein da. Martinez, let's go! Oder Muriel. Aber ich glaube, ich nehme lieber Martinez, ne? Das fängt ja schon mal wieder klasse an. Damit bin ich, glaube ich, schon mal mehr als zufrieden. Wie gesagt, der linkt halt zu Perisic, der linkt zu Barella und der linkt zu Vidal. Und gerade Vidal ist eine meiner absoluten Lieblingskarten auf dem Account, das wisst ihr. Kostet 320k, Muriel kostet 152. Also das ist absolut eindeutig, dass wir da den Lautaro Martinez nehmen. Sehr geiler Typ, den brauchte ich noch. Machen wir weiter, wir brauchen auch noch Cassie und Insigne kann ich auch noch gewonnen. Also ich kann eigentlich echt noch viel gewonnen. Ich habe in der Breite kaum was gezogen im Vergleich zu den anderen Wochen, wo ich die ganzen Upgrade-Packs gemacht habe. Aber halt in der Spitze habe ich halt schon die besten. Also Cuadrado, Insigne, Mertens. Schauen wir mal. Rein da. Good luck. Perfekt. Macau, Coop, Meyers, Vieira, Skriniar und Philipp Max. Tja, nehmen wir Coop, Meyers. Ja, echt gute Stats, ne? Der wird zu Hunter da linken und zu St. Just und so. Hat auch die höchste Bewertung. Ich check auch mal ganz kurz, was Korbmeyers denn vielleicht noch potenziell wert ist. 88 km in Malen ist natürlich mit Abstand noch der Beste. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Dampfweiß oder einen Malen. Wie gesagt, da kann ich halt Hunter da vielleicht nochmal einbauen. Ich habe den Info mal kurz gespielt mit Boadu. Die haben ja diesen, den Perfect Link. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass ich keinen Skriniar brauche. Den kann ich wirklich absolut nicht einbauen oder spielen, weil der ist schon wirklich sehr langsam. Letzter Pick. Mertens, komm schon. Wieder. Cuadrado, let's go. Roten Cuadrado. Wieder Lautaro gehabt. Roter Cuadrado, nehme ich direkt, nehme ich mit, brauche ich wegen Ronaldo. Ist nicht der krasseste RV im Spiel, aber zum Verlinken ist der wichtig. Ich denke, dass er trotzdem gut ist. Ich habe halt Rechtsverteidiger. Ich könnte ja auch noch den neuen Walker machen, auf den bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Ich habe Mbabu, Lazaro, Cancelo, Wan-Bissaka und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, für den CR7-Link war der wichtig bei der Pack to Glory. Ist ja nicht der wertvollste, aber wie gesagt, ich muss ja die einzelnen Karten immer sammeln. Ich darf die ja nicht kaufen. Und dadurch, dass ich den CR7 immer habe, brauche ich den einfach. Sonst gibt es ja, glaube ich, auch keine einzige weitere Juve-Karte.
Ja, gibt es nicht. Als Tots. Von daher war das auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr nice. Also Lautaro und Conrado war top. Vielleicht jetzt noch Mertens oder den Insigne gleich. Schauen wir mal, schauen wir mal. Erst hole ich mir meine Division Rivals Rewards ab. Auch hier kamen wir doch noch in Rang 1 rein. Habe ich mich noch reingesneakt. Das war der Vorteil, ich habe nicht alle WL-Games gespielt. Konnte dann noch ein, zwei Rivals-Partien machen in, jetzt in der Woche. Unter der Woche und deswegen mich noch in Rang 1 sichern. Das hat sich im Endeffekt durch die 125k-Packs wahrscheinlich mehr gelohnt, als hätte ich da jetzt noch auf die 30k und Elite 2 gespielt. Deswegen gehen wir auch da entspannt rein. Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden, sage ich euch ganz ehrlich. Wahrscheinlich, ich wäre so semi-zufrieden gewesen, hätte ich halt jetzt nicht schon so in dieser Woche reingelackt. Ja. Dann hätte ich halt wirklich, also im Endeffekt, Lautaro ist gut, Cuadrado ist halt sogar einer der schwächsten, ich glaube der sechstschwächste oder so, aber ist trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut spielbar. Hier kriegen wir dann natürlich wieder ordentlich seltene Karten für Upgrade-Packs. Ich plane auch auf jeden Fall, das werde ich euch dann morgen zeigen in der Folge, ein paar Tots-Karten zu verkaufen, die ich tauschbar habe. Mal schauen, wie gesagt, was da jetzt noch drin ist, aber sowas so wie Nkunku, Fikir, Müller, die habe ich alle tauschbar, dass ich da so wieder auf knapp 1 Million Coins komme, damit ich bei League Or, wenn wahrscheinlich ja Mbappé und Neymar kommt, zumindest Mbappé wird ja wohl safe kommen, dass ich da einfach nochmal richtig All-In gehen kann. Weil bei dem Ultimate Tots, das kommt ja auch, ist das ein Goodie? Den habe ich doch bestimmt, oder? Bitte sagt mir nicht, dass ich den untauschbar habe. Das wäre jetzt ein bisschen belastend. Sehr gut. Und ein Romagnoli. Bisschen Glück gehabt, dass ich die beiden nicht hatte. Die habe ich jetzt natürlich die letzten Tage häufig gezogen, aber hatte ich irgendwann abgegeben. Ich habe übrigens Yashin fertig gemacht gestern noch und ich habe auch noch Fellaini fertig gemacht. Wie gesagt, werde ich euch aber morgen dann alles zeigen, genauso wie halt auch dann das Team und so weiter aussieht. Aber das alles Step by Step. Gehen wir mal rein ins 125k-Pack. Ich würde gerne mal meinen Tots-Counter hochschrauben. Das sieht doch klasse aus. Das scheint ein Tots zu sein. Niederlande. Tom. Das ist ja der beste Tots aller Zeiten. Vielen Dank dafür, EA Sports. Die hätten mir mal wenigstens diesen einen IV geben können. Diesen. Aber wobei, das ist ein holländischer Torwart, ne? Und wir haben Casemiro und wir haben Adeyemi. Ich hatte schon ganz viele Leute, die mich unter den EA-Tweet markiert haben, dass es jetzt einen Informed Citizen gibt. Den müssen wir eigentlich auch noch ziehen, ne? Um ehrlich zu sein. Auch unter den Footbind-Kommentaren hatten mich meine Mods auch drauf aufmerksam gemacht, dass ich da mal reinschauen soll. Steht überall nur, dass sie sich freuen, dass der für mich da ist. Grüße gehen da raus, auf jeden Fall an jeden, der da kommentiert hat. Ich habe es mir angeschaut, war auf jeden Fall klasse. 125k-Packs gönnen auf jeden Fall schon mal mindestens zwei Tots. Niederlande. ZOM, wer ist es? Davy Klaassen, ja, ne? Die alte Werder-Legende. Ja, also ich meine, Eredivisie-Tots habe ich halt gar nicht, deswegen nehme ich die einfach mal mit, haben oder nicht haben. Was haben wir noch dahinter? Okay, ein sehr buntes Pack. Wir haben noch Green Hero, Rosia Man of the Match. Der hatte, glaube ich, auch eine Tots-Karte. Klaassen war dann Tots Nummer 74. Auch das ja untauschbar. Vidal, Verratti, paar 83er an Doppelten. Wen hätten wir da noch? Einen Dubravka, einen Ings. Damit mache ich, würde ich sagen, ganz kurz einen Pick. Dann sehen wir uns sofort wieder. So, rein da. Gehen wir ab, die Jungs. Die vier seltenen muss ich jetzt nämlich nicht unbedingt abstoßen. Haben wir schon noch einen guten Wert. Wir ziehen jetzt einfach den nächsten Tots hier raus. Kappa. Also die waren echt sehr, sehr bad, die Picks. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass in der nächsten Woche wieder andere Packs oder so kommen. Also es kommen ja wahrscheinlich wieder die normalen League-Upgrade-Packs. Aber also mit den Picks werde ich nie so ganz warm. Gehen wir noch rein ins letzte tauschbare 100k-Set. Schauen wir noch einmal ganz kurz, sonst kann ich den Tots-Count auch wieder ausmachen. Schaffen wir noch 75, schaffen wir nicht mehr. Das ist auch alles okay soweit. Das war nicht mal ein Walkout, ne? Es ist ein Brasilianer, ZOM, Felipe Coutinho mit einer 83. Also für ein 100k-Pack. Also ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, es ist okay. Es haut mich jetzt auch nicht um. Aber ich bin der Letzte, der sich die Woche über irgendwas beschwert. Ich hoffe jetzt, dass das Pack nochmal jetzt zumindest nicht Skriniar, Donnarumma und Berardi gibt und auch nicht irgendwie Niederlande oder so. Ich hoffe, dass zumindest nochmal eine Karte für 100, 200, 300k oder so drin ist. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Portugal wäre natürlich auch ganz nett. Den könnte ich verkaufen, dann wären wir reich. Das stimmt natürlich auch. Belgien, auf geht's. Gib mir Belgien. Oder Portugal. Argentinien. Stürmer, let's go. Lautaro, den kann ich verkaufen. Das sind 94er. So wichtig, dass das nicht ZM ist, De Paul. Oder Romero hätte es, glaube ich, sogar auch sein können. Und dahinter hätten nämlich Berardi und Skriniar. Also, Lautaro,
Sehr, sehr geil, habe ich zwar in Rot, sind aber 300.000 Münzen. Wie gesagt, wichtig für die Upgrade-Packs auch wieder in Zukunft. Das ist ja immer wieder so ein Kreislauf, der wahrscheinlich nie endet. Immer wenn ich Weekend League spiele, kriege ich immer wieder Coins und so weiter und so fort. Was kann noch hinter sein? Cassie kann noch hinter sein. Vielleicht Insigne. Hernandez natürlich theoretisch, den ich verkaufen könnte. Cuadrado. Eigentlich brauche ich nur noch Cassie oder Insigne, glaube ich, von der. Oder Muriel. Schau mal einfach mal. Rein da. Gib mir Theo. Wäre auch okay. Theo! Oh mein Gott! Na! Ich bin einfach der abartigste Lacker überhaupt diese Woche. Braucht noch jemand Lottozahlen? Ja, ich hätte sie wahrscheinlich parat. Martinez, De Paul und Hernandez. Dieser Account, ne, der hat irgendwas Magisches. Letztes Jahr, das ist ja immer noch derselbe Account, ne? Ich habe nur bei dem PSN damals geändert. Wir hatten im letzten Jahr schon so weg. Aber das, was ich diese Woche hier gesehen habe, ich meine, ich habe alle drei Tots-Karten schon, aber das Pack ist mal eben 300, 1,1, 1,2 Millionen Coins wert. Dann brauche ich auch erstmal gar nichts verkaufen. Wir können so all-in gehen. Ich hoffe, dass Neymar kommt ins Tots. Und dann versuchen wir den natürlich auch noch zu ziehen. Ich würde sagen, ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich hoffe, ihr habt ähnlich Glück. Und ja, ich würde mal sagen, wird mal wieder Zeit, seltene Karten einzukaufen. Die nächsten Upgrade-Packs warten. Das Team, ich werde auf jeden Fall den roten Lautaro und den roten Cuadrado einbauen. Das sind auf jeden Fall die, die ich brauchte. Die beiden kann ich sehr, sehr geil spielen. Ich habe ordentlich Münzen gemacht. Es ist eigentlich alles top. Auch wenn jetzt hier, wie gesagt, keine neue Karte mehr drin war. Absolut gar kein Problem. Wir haben schon genug, was wir noch testen können, auch durch die ganzen SBCs. Die packe ich mal alle auf die Liste. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, meine lieben Freunde. Macht's gut, haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.